Die kleine Wanderrunde beginnt bei den Parkmöglichkeiten des Erholungsgebiets Boal des Cerveres, westlich von Estellens. Von der Hauptstraße MA10 wird einfach der Ausschilderung des GR221 zum Refugi Coma den Vidal aufsteigend gefolgt, wobei es zunächst quer durch das Erholungsgebiet geht. Man folgt dabei dem Versorgungsweg der Hütte. Nach circa einer Dreiviertelstunde wird dann das Refugi Coma den Vidal erreicht. Dem Wanderweg GR221 wird einfach weiter bergauf bis zur Quelle des Torrent des Vore gefolgt. Der Aufstiegsweg erreicht die Mauer, nach der der GR221 in Richtung Es Castellet weiterführt. Steht man früh auf, hätte man auch die Zeit von hier die Mola de Sesclos zu besteigen. So wird aber dem Weg zur Finca Galazzo bzw. nach Capdea gefolgt. Der Weg führt bis zu einem Wegabzweig erst einmal bergab. Der GR221 führt an einem Wegweiser nach Süden, während ein Wanderweg nach Osten abzweigt und wieder bergauf führt. Diesem Weg geht es nun hinterher. Der Weg ist am Boden recht gut zu erkennen und immer wieder wird er von Steinmännern begleitet. Kurz vor dem Pass de Cossis wird der Weg zum Puig de Galazzo erreicht. Der Trampelpfad dieser Rundtour kommt an genau diesem Wegweiser aus. Damit wird nun einfach dem Weg nach Boal de Ses Cerveres und damit auch zurück zum Parkplatz gefolgt. Hier schließt sich dann der Rundweg und in weiteren 5 bis 10 Gehminuten ist dann auch wieder das Auto erreicht.